Ja, dann ist es so. Da ich jetzt gerade den Verein gewechselt habe, brauche ich das. Ja, alles gut. Real Life geht immer vor, also von daher. Das ist alles gut, solange Morgen du. wird's besser. Ich sehe dich. Ja, das ist schön, ich gehe woanders hin. Die habe ich auch eingeholt. Ich gehe mal zur Tür, mach sie auf. Ist okay. Aber wenn jemand was verkaufen will, dann sag, wir kaufen nichts. Ist okay. Ich habe das Gefühl, ich sehe die Tür da vorne links. Ach, es ist die Axtwerferin. Hast du schon ihr Lied gehabt? Mhm. Die hat auch schon lange nicht mehr. Das stimmt. Und sie hat eine schöne, leuchtende Axt. Augenfarbe? Jein, also es ist quasi nicht rundenbasiert, aber es sind halt immer, ja, pro Map quasi. Nie eine Axtfarbe. Die Augenfarbe habe ich nicht erkannt. Du hast halt immer vier Überlebende und einen Killer. Der Killer versucht, alle umzubringen. Haha, natürlich. Und die vier Überlebenden müssen halt fünf Generatoren reparieren und dann anschließend Ausgänge öffnen, um rauszukommen. Wenn sie das gemacht haben, haben die Überlebenden quasi gewonnen. Und der Killer versucht halt währenddessen, die Leute umzubringen. Nein, komm doch nicht zu mir. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nicht so laut. Was? Bitte nicht so laut. Dann stell mich in Discord leiser. Darum geht's nicht. Weil ich habe das nicht, mich nicht mehr gehört. Das Summen. Aber ich muss mit den Leuten reden. Es tut mir leid. Nein, also okay. Mach ich gleich. Und jetzt, wo ich gerade ausnahmsweise mal was zu reden habe. Und das ist bei der Axtwerfer, wie du weißt, beschissen. Och. Im Grunde genommen müssen wir halt rechtzeitig rauslaufen. Genau. Die Killerin kann halt. Oh, fuck. Sorry. Ich gehe ja schon weg. Da lässt er aus Versehen den Generator knallen und dann. Dann wirst du böse angeschaut. Und du kannst halt deine Charaktere perken, sprich, du kannst halt hingehen und den zusätzliche Fähigkeiten geben, wie zum Beispiel schneller heilen oder sowas. Oder Unterstützung für die anderen. Richtig, oder Unterstützung für die anderen. Okay, der will sich nicht heilen lassen. Dann lieber den Generator fertig machen. Ist okay. Der ist jetzt zwei Generatoren fertig. Ja. Aber er wollte sich nicht heilen lassen. Ich weiß, dass du da bist. Pass auf, sie kommt hierhin zu uns. Ja, ich weiß. Deshalb schleiche ich mich ja weg. Wenn du der Wand folgst, hinten an diesem Baum ist noch einer, der relativ gut war, als ich ihn verlassen habe. An der Wand entlang? Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, das weiß ich auch, so wie das gerade klingt. Der ist doch durch. Der war, eine war doch durch. Ja, aber hier hinten ist noch ein Angefangener. Ach, da hinten. Im Feld. So ein Stück nee, im nicht, Feld. Nicht im Feld, sondern hier an der Seite. Oh, da ist auch eine Killerin. Alles klar. Sondern an der Seite. Ach, da seid ihr. Da, wo der eine jetzt liegt. Ja. Da sind jetzt gerade alle auf einem Haufen. Ja, ja, ich bin auf der anderen Seite. Okay, instant entwickeln.
sehr nice. Der ist noch gar nicht gemacht. Wie weit ist der hier? Der rennt der andere jetzt gerade durch die Gegend. Der ist gleich auch durch, aber ich habe dummerweise einen Killer da. Wenn ihr euch da hinten rumkuppelt, ist das okay. Ihr seid genau am anderen Ende. Ja, das Problem ist, hier hängt der auch dann. Ja, der läuft gerade hinter dem einen her. Ich dachte, Killer rennt hinter mir her, der den Generator da fertig macht. Nee, der rennt hinter dem anderen her. Ja, dann hinter dem Nestler oder wie der heißt. Dann holen wir den anderen nochmal runter. Ach, klar. Axtwerferin hat natürlich die Animation abgewartet, wie ich ihn runterhole. Meine schönen 500 Punkte für den sicheren Haken. Tot. Tot, genau. Dreimal hängen heißt tot. Ist sie bei euch? Sie ist irgendwie hier beim Schuppen. Und läuft hinter dem anderen her. Ja, der genau zu meinem Ding kommt. Oh, ist der doof. Der weiß ja nicht, dass du da bist in der Regel. Jetzt hebt's ihn auf. Bist du in der Nähe? Ja, ich bin leider in der Nähe. Aber ich habe hier die ganze Zeit Stimme. Jetzt geht's denn da in die eine Richtung. Ich hoffe, sie bleibt jetzt da. Ja, ich sehe, wie sie da gerade was kaputt macht. Nee, jetzt kommt sie wieder zurück. Ich habe hier einen halben Generator. Ja, ich habe hier, wie gesagt, den einen Generator, wo sie sich da dran geschmissen hat. Zweite. Ich komme nur nicht dran, wenn sie daherläuft. Ganz leichte Stimme. Ja, sie ist immer wieder bei mir. Das ist mein Problem. Ich würde ja gerne. Ja, es ist eigentlich immer dasselbe Ziel. Als Killer tötest du Leute, als Survivor versuchst du zu entkommen. Deswegen spiele ich es auf der Arbeit die Woche. Haha. Gleich fertig. Durch. Komm, renn weg! Geh zu dem Port. Nee, die lässt ihn nicht frei. Die läuft die ganze Zeit darum. Dann ich habe jetzt die erste Krähe. Ich mache jetzt gerade den anderen Ausgang auf, der nicht auf der Seite war, wo der Generator war. Ja, wie soll ich, wie gesagt. Ich weiß, dass du da im Moment nicht wegkommst, aber ich will dir sagen, wo der Ausgang gerade gleich offen ist, im Zweifel. Es kann sein, dass sie jetzt zu dir rüberkommt. Also noch ist er nicht vollständig offen. Ja, da kommt sie. Ich muss ihn leider öffnen raus. Hey, sie hat mich noch nicht mehr verwundet. Ja, wirf doch eine Axt. Wirf eine Axt. Mach deine Äxte leer. Wirf eine Axt. Noch eine Axt. Komm, wirf eine Axt. Ist okay. Verdammt, ich war zu weit draußen. Ihr sagt mir nicht, sie holt dich wieder rein. Ja, sie holt mich wieder rein. Aber du hast eine Chance zu entkommen. Bist du jetzt im dritten Mal? Nö. Sie macht gerade, holt gerade neue Äxte. Ich mache jetzt Fluchtversuche. Sie steht direkt vor mir. Mach den anderen Ausgang auf oder renn irgendwie raus. Die ist schon auf. Na dann. Vergiss es. Komm nicht zu mir. Aber dann habe ich dich jetzt auch mal gerettet oder so. Ich höre sie. Ja, sie steht direkt vor mir.
Also, ich müsste... Facecapping. Ja, ja. Aber so richtig Face. Ja doch, sie kann einen Schritt nach vorne gehen, ohne dass es Probleme gibt. Ich mach mal was. Nein, jetzt kommt sie wieder her. Ich glaube, ich habe sie einfach provoziert. Ich verdiene das. Okay, jetzt noch Spaß. Wofür habe ich... Kann ich den überhaupt noch kaputt machen? Nö, kann ich nicht. Schade. Ich warte. Jetzt geht sie. Also sie hat gut. Wieder volle Äxte. Ja, alles richtig spielen. Ja. Aber da ist kein Bock drin. Aber in dem Moment habe ich dich jetzt warten lassen, bis du ausgewickelt hast. Ja, das ist vollkommen okay. Das habe ich dir auch gegönnt. Nein, damit du auch die volle Punktzahl kriegst. Ja. Aber das Warten habe ich ihr gegönnt. Ja, jetzt bin ich auf plus minus null. Ich habe zwei rote, aber ich krieg nichts. Ich gehe nicht einen hoch. Ach, guck an, da ist auch ein roter Dreier dabei gewesen. Was? Matchmaking? Achso. Ja, der interessiert, wie gesagt,